So, herzlich willkommen zurück. Kapitel 5, Freude und Zorn. Ja. Ich möchte ja schon mal vorab sagen, dass ich in diesem Let's Play nicht viel reden werde, denn ich habe... Also mir geht's heute nicht ganz so besonders und... ich denke, ihr werdet mir das jetzt wohl nicht so übel nehmen. So. Gesagt, getan. Hier gehen wir jetzt hier weiter nach vorne und nehmen uns erstmal die Kriecher vor. You know what to do. Ist ja ein ganz leichtes Spiel gegen die Krieger, denn die machen sind nicht sonderlich stark. Und ja, eigentlich sind sie bloß eine Last. Allerdings geben sie einige Kristallpunkte, deswegen sind sie auch wieder gut. Irgendwo. So, das Kristall hatte ich gemacht, das ist wunderbar. Wie da die hier rüberkommen, muss man anscheinend noch chillen oder so. Hopp. Ja. So, jetzt müssen wir mal hier auf Doppelfeuer, um hier den Balken einfach schnell nach oben zu treiben, damit das Vieh hier dann von Himmel fällt. So, wunderbar. Ja, jetzt kommen wir hier zu den kleinen Kriechern wieder. So, heilen wir hier mal. Und das war's schon. Uiuiuiui. Ich gehe den Bucheck ab. Präventivschlag. So. Okay, ein bisschen Schaden können wir ihn auch machen. Na, ah, das wird nix. So, heilen wir hier mal kurz nebenbei. So, und das war's für das Video. So, hier gibt es ja schon wieder ein Item. Genau. Oh Gott. Oh yeah. Heilen wir hier mal. Ich werde hier wieder auf Akkumander switchen, nehmen, um hier schnell bloß Protoss drauf zu hauen, damit wir nicht ganz so viel Schaden abbekommen hier.
So, heilen wir nochmal kurz. Ja, Hob fliegt jetzt mal hier eine Runde. So, jetzt können wir ihn hier in den Schuchmodus bringen. Und bye bye. Wunderbar, ein präventiver Schlag. Oh, ich glaube, der Kampf wird hier ein bisschen nicht ganz so leicht. Ah, die kämpfen sich wieder gegenseitig, das ist gut. So, dann match ich mit dem Beomorph erstmal raus. So, haben wir den Klops erstmal weg. Jetzt können wir uns den kleinen Schakalen noch vornehmen. Der jetzt auch seine Ruhe findet. No problem. Geht's davon immer noch nicht rein? Doch nicht. Da geht immer noch nicht rein. Ah, stimmt, wir müssen hier. Oh Gott. Stimmt, wir müssen hier außen lang. Gut zu wissen. Gut, dass ich jetzt nochmal zurückgelaufen bin. So, nochmal kurz hier wieder das Protoss drauf. Und tschüss. Wunderbar. So. Gucken wir, was wir hier drin haben. 1500 Gülden, das ist ja ganz okay.
Schauen wir mal, ob hier hinten irgendwas liegt. Wird bestimmt was liegen. Ja. Mal gucken, ob wir den noch down kriegen, bevor das Ding ins Ende ist. Ah, ich glaube nicht. Nee, das schaffen wir nicht. Switchen wir mal hier mal kurz auf Heilung. Und hauen hier mal Protest drauf. Protest. So. So, und das war's für ihn. Easy. Richtig. Habe ich hier gerade ein Schwert bekommen? Nein, gut. Ein Schutzamulett. Ich kann mal schauen, was das ist. Muss ja irgendwas mit Magie-Raisie oder so sein. Ah, okay. Doch nicht. Floor. Okay, ja. Stimmt schon, irgendwo hat das was mit Magie-Resi. So. Ja, Hope ist natürlich schon mal hochgelaufen. Jetzt konnte wieder runtergelaufen hier. So oben bleiben können. Schauen wir mal. Nee, ist kein Item. Oh nein. Auch nichts, also kommen wir runterfahren. Oder hochfahren. Okay. Gut, dann haben wir wieder 4 Schakale. Und ja, bevor wir jetzt hier weitergehen, werde ich hier erstmal den Part enden. Ich bedanke mich hier wieder fürs Zusehen und Kommentare und Daumen nicht vergessen. Und ja, dann würde ich sagen, wir sehen uns im neuen Part. Ich mache hier noch kurz das Kristallium mal wieder. Warum ich davor immer abspeichere, weiß ich auch nicht. Ich mache es einfach. Ich glaube einfach aus dem Grund, weil ich sonst immer vergesse, es abzuspeichern. Ich habe es ja schon einmal vergessen bis jetzt, obwohl ich das Kristallium gemacht habe. So, hier können wir nichts machen. Können wir auch nichts machen, also machen wir hier was. Hm, nice. Ja, Ruby ist hier bald fertig. Genau, neue Ausrüstung können wir hier reinmachen. Bin sehr unentschlossen, was ich hier nehme. Nimm einfach mal das hier mit rein, das Schutzamulett.
und werde ich jetzt hier nochmal speichern. So. Gut, dann bis zum nächsten Mal.